So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir wollen heute nämlich eine kleine Hot Challenge machen. Auf die freue ich mich schon ganz besonders und der Hannes auch. Okay. Haben das schon so oft im Stream angesprochen, davon geredet und heute ist es endlich soweit, denn wir haben dieses Hot Sauce Buch, also die Hot Sauce Challenge, das Book of Pleasure and Pain. Pleasure, Druck, Pain, Schmerz, irgendwas. Sieht auf jeden Fall gut aus. Könnt ihr hier aufklappen, ne? Habt ihr jetzt hier 12, 4, 8, 12, 12 verschiedene Soßen drin. Chili-Soßen, geordnet nach Schärfegrad. Hier steht für jede Chili-Soße ein Name, was das ungefähr ist und wird halt immer schärfer. Ihr seht das hier, Candy Ass, Ass Kicking, Whoop Ass, Kick Yo Ass. Also das ist auf jeden Fall sehr wortgewandt, alles nur mit Arsch. Wir haben uns ein bisschen vorbereitet. Wenn ihr das mal hier rumdrehen, seht ihr, da liegen zwei Milchschnitten. Die gibt es im grünen Abschluss, wenn wir fertig sind. Toastbrot, falls einer Durchfall bekommt. Milch, damit man Durchfall bekommt. Hier noch zwei Hotdogbrötchen, die sind fast wie Steine schon. Das kennt ihr von der komischen Insekten-Challenge, aber das sind die zwei Löffel noch drin von uns. Und die zwei Löffel werden wir nämlich mal auspacken. Wir wollen die Soßen nämlich aufmachen, auf Löffel drauf. Ein Löffel immer probieren, jeder Löffel kannst du abschlotzen, deswegen bleibt da nichts mehr drauf. Ist eine gute Sache. So, du hattest jo, den rosanen. Den Babylöffel, obwohl das sind ja beides Babylöffel, da steht nämlich bei beiden Baby Dream drauf und die sind hier hinten so. Also wenn ihr auch Babylöffel habt, schreibt es mal in die Kommentare. Wir wollen jetzt anfangen. Das muss man hier, glaube ich, so aufziehen. Dann macht man das so raus. Und dann ist das immer noch hier so drin. Zeigen euch das nochmal. So sieht das aus. Das könnt ihr hier nochmal abnehmen. Also das ist ja doppelt und dreifach geschützt und gesaved und gemacht. Ich hoffe, wenn man jetzt hier bei den Soßen, da ist ja oben so Papier drum, also so Folie, wenn man das abreißt, nicht, dass komplett das Design weggeht von den Flaschen, wenn das alles abreißt, weil das hätte ich mir gerne als Buch so natürlich wieder irgendwo hingestellt. Wir probieren jetzt hier die erste Soße. Die erste Soße, die hier drin ist, ist diese Ass-Kicking Bacon Hot Sauce Ass-Kicking Mild. Da ist ein Esel drauf. Hier steht dazu einfach noch You're Baking Me Crazy Ass Kicking Bacon Hot Sauce Challenge 1 Table of Contents, ne? The Head of the Table, Alter. Weißt du Bescheid? Reiß mal oben mal hier auf. Also mit Schinkengeschmack. Oh. Milchschnitte mit Schinken, beste. Ja, hört sich lecker an. So, passt das, dass das jetzt dann hier nur oben abgeht? Ne, ich glaube, wenn ich das jetzt weitermache, würde das wirklich die ganze Flasche abtrennen. Also nur oben den Zippel ab. Das muss reichen. Machen wir mal aus. Schüttelt man die? Ja, schüttelt man durch. Schütteln mal durch, dass der Falls das unten sich was abgesetzt hat. Falls Schinkenwürfel drin sind, genau. Ass Kicking Bacon. So, Löffelchen, wirkt schön dickflüssig, das Zeug. Schön dickflüssig, genau, machen wir mal drauf. Ass-Kicking Bacon, probieren wir mal. Prost. Prost. Boah, dem Bacon schmeckt irgendwie leicht raus. Ich schmeck nur Essig. Also ich finde halt eine, sehr säuerliche Note, glaube ich sogar. Ja. Also es hat eine gesunde Schärfe hinterher. Würde, glaube ich, zu den Burgern auf jeden Fall sehr gut passen. Ja. Definitiv. Wir wollen uns nicht lange aufhalten. Wir müssen ja nur gucken, wie weit kommen wir. Denn als nächstes gibt es hier diese Ass-Kicking Chile Lime Hot Sauce. Kick your ass hot. Mhm. Also Chile, Lime, das ist da irgendwas mit Limette drin, soll das so sein. Oh. Die müsste also dann, na gut, was ist das? Nicht süß, sondern halt sauer irgendwas. Chile, Lime, Hot Sauce, Awesome on Shrimp and Rice. Okay. Also für Shrimps, für Reis, ja, ja. Würde das vielleicht passen.
Schiele-Leim, ne? Schielt ja auch immer, wenn ihr Leim schnüffelt. Schreibt's mal rein. Es ist ja alles eine Sparte. Candy, Ace, Kick in, Wupp, ich blick nur. Da ist immer, wenn ihr das abgemacht habt, hier noch so ein Papp drauf. Das ist ja eigentlich gut, dass das schön abschließt wieder. Ja. Den könnt ihr dann wieder nämlich hier in den Deckel packen. Dann könnt ihr das wieder da drauf machen. Guck mal den Schiele-Leim. Die sieht ein bisschen aus wie Sweet Chili. Ist auf jeden Fall ein bisschen heller, flüssiger oder wie Curry Ketchup. Jo. Hm. Oh. Sehr erfrischend irgendwie. Mit dem Limettengeschmack. Hm. Ich finde irgendwie trotzdem hat die was Muffiges, ein bisschen. Kommt das jetzt, weil das Ding schon seit 10 Jahren abgelaufen ist und so lange bei mir im Schrank steht? Oder ist das einfach so der Geschmack der Soße? Schärfe? Weiß ich nicht. Ich fand sogar von der anderen das ein bisschen schärfer. Ja. Hier kommt das Süßliche noch ein bisschen durch, die Limette. Ja, die Limette kommt vor allem sehr gut durch. Ich fand die erste aber besser. Na, ich esse eh keine Schrimps. Was will ich da Schrimpsoße haben sozusagen? Die kannst du dann, kannst du da nachts, wenn du aufwachst, kannst du immer einen Schluck trinken. Ja. Aber mehr Speichelbildung ist trotzdem da. Ich habe so eine Blase im Hals, dass ich meine Stimme anders anhört. Ja, bis jetzt noch nicht. Also bis jetzt geht's noch. So, Ass-Kicking Sriracha Hot Sauce. Okay. Kick your ass hot. Sriracha ist ja auch das, was man meistens hier zu diesen China-Nudeln, diese chinesischen Flaschen. Genau. Sriracha, Flying Goose, sonst was, Hot Sauce. Das ist Stufe 3. Your stir-fry secret weapon. Ja. Wer ist gegen Sriracha Hot Sauce? Keine Ahnung, das hätten sie sich auch sparen können, überhaupt was hinzuschreiben. Habe ich jetzt geschüttelt. Ist auf jeden Fall die Nummer 3 von 12. Da ist der Deckel auch gleich da drin. Packe ich dir wieder auf den Baby-Level. Boah, die ist aber ganz dickflüssig, ne? Die ist ja mehr als dickflüssig. Komm raus. Junge! Jetzt also. So, Moment hier. Oh, jetzt kam die Luftblase, jetzt ist geplatzt. Gut, Sriracha. Die hat so einen leichten süßlichen Geschmack, finde ich. Oder? Oder täuscht das? Und ein bisschen nach Erde. Nein, aber das ist wirklich Sriracha. Ich habe immer gedacht, okay, da kann ja sonst was draufschreiben, draufstehen. Aber wenn ihr wirklich diese Asiasoßen kennt, die es gibt, zu kaufen, die wir mal an unsere Nudeln dran machen vom Chinamann, bam. Steht auch Sriracha drauf, schmeckt auch genau wie Sriracha. Ist ein bisschen süßlicher vielleicht noch dazu, aber trotzdem dieser Sriracha-Geschmack, die Schärfe dabei. Ja, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Oder beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Jetzt haben wir ja Ace-Kickin. Kaiyun Hot Sauce. Auch wieder ein Esel drauf. Ich glaube, es ist sinnlos, dass ich sage Esel drauf, weil der Esel ist eigentlich fast überall drauf. Also brauche ich keinen Esel mehr dazu sagen. Bis jetzt muss ich trotzdem sagen, hat sich gelohnt. Es sind alle sehr schmackhaft, sehr unterschiedlich. Also, nein, nicht den ganzen Ding abmachen. Oh, da ist jetzt leider ein bisschen was hier ab, aber geht noch. Man sieht den Rest, bei den anderen ist da mehr dran. Obwohl, wenn man es so abtrennen dürfte, das noch hinhauen. Also bis jetzt sehr schmackhafte Soßen dabei. Reicht für einen Hamburger jedes Mal. Oh, die ist wieder flüssig. Oh, die ist. War ich eben noch vor dem anderen eingetüdelt. So, Prost. Prost. Das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Das ist wieder komplett anders. Ja. Und wieder ist es dadurch, dass. Hört ihr, ich rede komplett anders, also. Ist in Ordnung. Schmeckt aber, was ist das? It's Mardi Gras Somewhere. Ace Kicking Cajun Hot. Cajun. Hat aber nichts mit Cayenne zu tun, oder? Mhm. Einfach Cajun. Wenn ihr wisst, was Cajun ist, schreibt es in die Kommentare. Mir kommt der Geschmack trotzdem bekannt vor. Irgendwo habe ich das hergehabt, irgendwo. Kommt mir das als. Irgendwo habe ich sowas schon getestet. Bei irgendwas anderem. Vielleicht war das auch bei den Adi-Soßen, dass da sowas mit dabei war. So ähnlich.
Jetzt haben wir S Kickin Original Hot Sauce. Also die Namen werden immer derber. Ja, einfach nur. Was ist da drin? Original. Okay, alles klar. Klingt auf jeden Fall richtig heftig. Das ist die 5. Ja. The Sauce, The Don't, The Ass Kicking Empire. Ass Kicking Original Hot Sauce. Also nicht Roman Rampire, sondern das Ass Kicking Empire. Aber ist sie schärfer? Ich blick da nicht durch. Wie haben die? Meinen Sie, das steht drauf? Aha. Use Peanuts, genau. Ich glaube, von der Schärfe steht da, glaube ich, nichts drauf. Egal, hauen wir uns jetzt hin. Es ist wunderbar, dass jetzt die Sonne anfängt zu scheinen hinter uns. Da wirkt das alles ein bisschen freundlicher. Und wunderbar ist auch, dass ich vor dem Video schon heftiges Sodbrennen hatte. Oh. Und ich glaube, manche sagen doch, wenn du Sodbrennen hast, ess einen Löffel Senf, oder? Schon mal gehört? Nee. Dass Senf gegen Sodbrennen hilft. Du isst scharf, kriegst Sodbrennen und dann isst du was Scharfes, dass das Sodbrennen weggeht, weil dann es so überschärft ist, dass einfach der ganze Magen wegfliegt. Das ist bestimmt das Geheimnis. Probier mal die Original. Jo. Da sieht man auf jeden Fall lauter Gemüse drin. Also hier extra so kleine Flocken, grünen Zeugs, sonst wie, weiß ich nicht, kenne mich nicht aus. Ich sehe nur, die anderen waren alle irgendwie einheitlich und hier sieht es aus wie Gemüsebrühe als Soße. Runter damit. Aber die fand ich jetzt überhaupt nicht scharf, also dieses war jetzt irgendwie... Naja, weil von den anderen schon alles weggeschmolzen ist, deswegen merkt man nichts mehr. Ja, schade, aber... Die fand ich gut. Eher ein bisschen wie Tabasco im Nachgeschmack. Ja. Dass das Tabasco etwas brennt, aber hauptsächlich auch so eine Essigschärfe Essig, eher mitbringt. Essig, ja. Also Essig ist meistens dann das Teil. Aber Tabasco diese Schärfeteile haben ja hauptsächlich meistens immer Essig mit drinnen. Die meisten zumindest. Hier bin ich jetzt besonders gespannt. Oh, auf das Wasabi. Denn die Flasche sieht nicht nur genial aus. Ass Kicking Wasabi Hot Sauce. Ne? Wasabi ist auf jeden Fall mal was ganz Besonderes. Fläschchen ist grün. Der Inhalt sieht leider nicht so grün aus. Und was steht hier noch dabei? Challenge 6 Horse Radici. Ass Kicking Wasabi Hot Sauce. Keine Sorge, ich war schon vorher erkältet. Meine Nase läuft nicht wegen Schärfe, sondern einfach nur, weil ich einfach eine Rotznase bin. Das ist normal bei mir. Das macht nichts bei mir genauso. Ich bin das ganze Jahr über Dinge. Sieht aus wie Erdnusssoße. Lecker. Ich merke wirklich irgendwie wahrscheinlich gar nichts mehr, keine Ahnung. Lecker, das schmeckt wie auch irgendwie ein bisschen süßlich so. Schärfe habe ich jetzt auch gar nicht gemerkt, aber vielleicht ist die Schärfe da und wenn man die alleine isst, dann merkt man die, aber weil die ganze Fresse brennt, deswegen merkst du da keine neue Schärfe, die dazukommt. Aber Wasabi habe ich jetzt anders in Erinnerung gehabt. Wasabi geht doch eigentlich direkt immer in die Nase und zieht durch, aber... Richtig, ja. Da zieht nichts, da wasabiert nichts, also das, ne, da müssen sie schon andere Geschütze auffahren hier. Jetzt kommen die rosa Einhornsoße für kleine Mädchen, da steht nämlich Ass Kicking Roasted Garlic Hot Sauce, also Knoblauch, gerösteter Knoblauch, roast yourself, 7. Vampires Hated, ne? Ihr wisst, Vampire können kein Knoblauch und so. Ass Kicking Roasted Garlic Hot Sauce. Oh. Also ich merke hier in der Speiseröhre bewegt sich was, als würde euch da ein Insekt hochkriechen und ein anderes runter und die treffen sich in der Mitte und kämpfen und dann kriecht jeder seinen Weg weiter. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Knoblauch. Das merke ich glaube ich schon gar nicht mehr. Nee, du merkst eh nichts, genau. Das haben wir ja schon festgestellt. Das merke ich sowieso nicht. Hannes ist der härteste, deswegen, der isst euch zum Frühstück, so ist es. Mal gucken, Knoblauch, Knoblauch schmeckst du doch immer raus. Knoblauch ist so bekannt, da müsstest du Knoblauchgeschmack mitbekommen.
Von Knoblauch merke ich jetzt aber nicht so viel. Ja, du merkst ja eh nichts, habe ich ja schon festgestellt, deswegen. Ist egal, was da kommt. Wir haben auf jeden Fall schon über die Hälfte geschafft, muss ich sagen. Und irgendwie waren wirklich die ersten zwei, drei, fand ich schärfer als die in der zweiten Reihe jetzt. Aber vielleicht, weil alles gerade gleich ist. Oh, die sieht doch am besten aus. Das ist eine Habanero Hot Sauce from Hell. The world's hottest hot sauce beyond hot. Wie kann das die schärfste sein, wenn da unten noch andere kommen? Haben sie die wieder falsch eingeräumt oder was? Nee, haben sie nicht. Aber die sieht auf jeden Fall, die ist auch gelb, oben rot. Hier ist der Teufel drauf. Alle anderen waren mit Esel. 7-mal hatten wir jetzt den Esel. Hier ist kein Esel drauf, hier ist ein Teufel drauf. Und da steht extra World's Hottest Devil for Life. Was steht da nochmal? The World's Hottest Hot Sauce. Aber gut, das schreibt ja jeder drauf, ne? Hier steht ja auch The World's Hottest fettarme Milch, ne? Aber das muss man nicht unbedingt glauben. So, ich muss erst vorlesen natürlich, warum und wie und wieso. Fire up your breakfast burrito, hot sauce from hell. Also wenn ihr zum Frühstück ein Burrito esst, könnt ihr die euch drauf knallen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Burrito, Nacho, Wrap, sonst was? Also das ist doch eigentlich alles Teig gefüllt mit irgendwelchem Bumble. Burrito ist, jetzt muss ich echt überlegen, Burrito ist dieses Teil, wo so ist, wo dann in dem Fleisch und Ding drin ist. Wie ein ist. Brötchen. Ja, so ungefähr. Ach, ist die herrlich, süß, genau wie die anderen. Schmeckt. Aber cremiger finde ich irgendwie so. Hannes, nur weil wir letztens hier noch diese Cream Dream getrunken haben, denkt da gleich wieder, ja. Oh, kleines Fläschchen, Creme, das passt. Cremig. Wunderbar. Ja, das wird ja jetzt interessant. Komischerweise, wie gesagt, hier war der Teufel drauf. The hottest hot sauce, gell? Und hier steht jetzt einfach Habanero Hot Sauce from Hell. Devil's Revenge, the world's hottest hot sauce. Beyond hell. Aber die meinen wahrscheinlich einfach nur, dass das Teufelchen die schärfsten Soßen macht. Und deswegen the world's hottest ist nicht auf die einzelne, sondern auf die Marke. Weil das Habanero, und das ist Habanero, Hot Sauce from Hell, Hot Sauce from Hell, aber das ist nochmal Devil's Revenge. Also der Teufel kommt zurück, er sieht, wir sind immer noch da. Also kommt er für ein kleines Stelldichein um die Ecke. Haben heute Döner probiert extra scharf, nix. Und letztens Döner probiert extra scharf, nix. Ich glaube, so ein Fläschchen auf den Döner gekippt, zack, bam, das würde jeden Döner verfeinern. Da kannst du dir 12 Döner holen und 12 mal verfeinern. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Das haut dann richtig rein. Jetzt so. Devils, nicht the Devils Reject, sondern. Achso, ne, was heißt. Oh, guck mal, da steht sogar hinten Made with 1 Million Scoville Capsicum Extrakt. Also, das erste Mal, dass ich eine Angabe sehe, aber vielleicht ist die bei der anderen ja auch hinten drauf. Müssen wir dann mal gleich gucken. Naja. War nicht die erste Fastbaser. Das müsste nämlich die hier gewesen sein. Ne, hier steht nichts. Nee. Hier steht eine Million. Mit Capsicum. Capsicum-Extrakt. Also das ist leider Englisch. Ansonsten wüsstet ihr bestimmt, was Capsicum ist. Und was steht da drauf? We disagree about dishes best served cold. Hot sauce from hell, devil's revenge. Also sie, egal was, wir nehmen die nächste und gucken mal hier. Wir haben nämlich noch drei vor uns. Solange wir noch nicht die schärfste hatten, ist ja alles gut. Solange hat man immer noch den Gedanken, gleich knallt es uns weg. Also mich, dich nicht, ne, deswegen. Ich merke jetzt, wo du den Speichel führst, merke ich jetzt da hinten etwas.
Bei mir fließt ja immer Speichel. 24/7. Ass-Kicking Ghost Pepper Hot Sauce. Oh. Und da ist jetzt wieder der Esel drauf. Aber Geisterpfeffer. Take me with you. Das sehe ich wieder nix. Grüße an die Ghost Gang. Ich glaube nicht, dass Supreme das sieht, aber trotzdem. Challenge 10. Are you afraid of ghosts? Ne? Wenn ihr Angst habt vor Geistern, ja, was dann? Dann trinkt ihr das und dann kommen die Geister nicht mehr zu euch oder was? Ist auf jeden Fall die nächste. Ghost Pepper. Pepper, 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 Wutz. So, bitteschön. Salute. Oh. Soll ich sagen, wie Hühnerfrikassee. Aber dann, als ich merke da, dass da plötzlich was hinterherkommt. Das habe ich bei den ganzen davor jetzt gar nicht mehr gehabt, dieses Gefühl. Ganz, ganz leicht, ja. Ja, ganz leicht. Bei mir fliegt die Matte weg. Die merkt man also. Wir sind ein Level weitergekommen. Aber da stand auch nichts drauf mit Scoville oder irgendwas. Nee. Wenn das jetzt nochmal so geht und nochmal, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Denn wenn ihr alles, wenn sich alles gleich anfühlt, alles gleich schmeckt, denkst du ja, ey, die haben dich übelst verarscht. Deswegen richtig gut, wenn du plötzlich merkst, oh, da geht's ein Level up, ne, sozusagen. Ein Schub nach oben. So, jetzt haben wir hier nochmal Ass Blaster Hot Sauce, ja. Da ist auch wieder ein Esel drauf, aber die anderen versuchen, die stehen auf ihren Vorderpfoten und treten nach hinten weg. Hier, der steht neben der Toilette. Und auf der Toilette brennt die Kloschüssel. Also, das soll schon... Ja, das kenne ich auf jeden Fall. Das habe ich oft. ansonsten... Nochmal hier. 3, 2, 1, Blast Off. Ass Blaster Hot Sauce. Fertig. Bin ich mal gespannt. Das ist die vorletzte Stufe. Ob die nochmal einen draufsetzt. Ich merke auch, dass meine Augen jetzt, da läuft irgendwie meine Träne läuft runter, die ist wieder sehr flüssig. Ja, ich merke schon, die Nase läuft aber. So. Die Milde setzt jetzt irgendwie ein bisschen ab, die andere. Ja, die mildet es ab. Ich finde die gut. Ich glaube, ich finde die sogar besser als die davor. Ich habe nicht gemerkt, dass es schärfer wurde. Aber ich fand geschmacklich die irgendwie aromatischer und war auch etwas heller, etwas flüssiger. Also bis jetzt, muss ich sagen. Sehr gut. Haben wir nur noch eine. Spontaneous Combustion Hot Sauce. Steht auch drauf. Made with 1 Million Scoville Capsicum Extrakt. Und hier ist auch ein Warnhinweis drauf. Da ist ein Typ, dem brennt die Fresse. Auf jeden Fall, wenn ihr das seht. Das war auf den anderen nicht. Das ist die erste, wo so ein Warnhinweis drauf ist. Also erst schütteln. Aufmachen. Meinst du, die Challenge ist so gedacht, dass man das aufmacht und trinkt das als Shot? Machen wir das vielleicht falsch, wenn wir hier mit dem Löffel sitzen oder wie? Jetzt habe ich es nicht ganz gekriegt. So, denn hier steht Challenge 12 for the ultimate palate pyromanic spontaneous combustion hot sauce. Was ist denn der Palade Pyromane, also der ultimative Pyrade Pyromane? Keine Ahnung was. Die fühlt sich auf jeden Fall auch sehr flüssig an. Eine war dabei, die ging gar nicht raus. Das ist wie Schokopudding. Yeah. Mach mal auf hier und dann würde ich sagen, bitteschön. Runter damit. Ja, einmal für dich. Schöne Löffel voll. Einmal für mich. Du weißt nur, da liegt die Milchschnitte neben dir, gönn dir. Das geht noch. Prost. Hm.
Also ich habe jetzt keinen neuen Schub gemerkt, keinen neuen Schärfeschub. Gut, schlecht. Ist gut, ja. Komm, dann nimm gleich noch einen Löffel. Aber ich merke es halt im Magen, merke ich es halt im... Da... Ach, er merkt es im Magen. Deswegen machen wir nochmal einen extra großen Löffel drauf. Und was heißt es? Du merkst es im Magen? Der Schmerz im Magen ist es. Schmerz? Ja. Wollen wir den Rest noch aufteilen, oder? Ja, trau mit deinem Wolf. Oder willst du eine Milchschnitte? Die kommt zum Schluss. Genau, das ist die schärfste hier, deswegen machen wir die jetzt weg. Wenn wir schon mal da sind, damit es sich richtig lohnt. Ich glaube, das wird wahrscheinlich noch eine Portion. Also die Augen, ja. Wie beim Zwiebelschneiden gestern. Geht noch kurz was? Was soll ich denn alleine wegziehen? Oh? Na, ich bin noch mit dabei. Sicher nicht, dass du umfällst. Weiß ja nicht, wie viel das noch wird vom Einteilen. Da ist noch was für dich. So, jetzt ist es glaube ich leer. Prost. Ich sehe nichts mehr, die Brille beschlägt gerade und läuft an. Ich glaube, das hätte man von Anfang an so machen sollen, als Shot oder irgendwas. Da wäre das gut reingegangen. Hier ist auch genau ein Löffel drin. Den gönne ich mir jetzt noch. Also ja, ist scharf, vor allem wenn ihr wirklich alle nacheinander probiert, ohne zwischendurch zu neutralisieren, ohne zwischendurch was zu trinken. Es baut sich nach der Zeit halt immer wieder auf. So richtig die Nachwirkungen werden wahrscheinlich erst nach ein paar Minuten jetzt wirklich durchziehen, aber wir sind durch, wir haben es geschafft. Lass mal 12 Soßen. Guckt euch das an. So eine Schweinerei. Hier alles dabei. Nichts gegessen. Aber ich würde sagen, wir gönnen uns zum Abschied einfach eine Milchschnitte. Auf jeden Fall. Einfach um den Leuten zu zeigen. Ich. Ihr müsst nichts beweisen. Ihr müsst nichts übertreiben. Ich kann es aber empfehlen. Also wenn ihr das nicht kennt, guckt mal bei Amazon oder so, glaube ich, habe ich das gefunden. War nicht ganz cool, ist auch eine schöne Geschenkidee, sagen wir mal dazu. Und können aber, wenn ihr fertig seid, nämlich dann einfach wieder zuklappen, ins Regal stellen. Sieht halt wirklich einfach aus wie ein Buch. Finde ich gut gemacht. Alles zum Wiederverschließen. Und braucht jetzt eh ein bisschen Zeit, um das alles hier wegzumachen. Weiß ich gar nicht, was ich damit alles machen soll. Da könnte man die 12 Tage 12 Döner Challenge machen. Aber gut, sowas ähnliches gab es ja auch schon mal. Wer sich daran erinnert, es gab mal bei McDöner diese Döner im Angebot für 3 Euro statt 4,50, als sie da neu eröffnet haben nochmal. Da habe ich ein Video gemacht, 7 Tage 7 Döner statt 7 Tage 7 Stops. Da habe ich jeden Tag dort einen Döner geholt und jeden Tag mit einer anderen Soße. Und wenn die keine andere Soße mehr hatten, die haben dann auch mal brasilianische Soße drauf gemacht und alles. Und dann habe ich mir selber Soße gesucht. Den einen habe ich sogar mit Honig gegessen, habe einen Döner genommen, Honig drauf gemacht, den so gegessen. Also 7 Tage 7 Döner gab es schon. Das... Weiß ich nicht. Klingt ganz gut. Wäre vielleicht trotzdem am Ende irgendwo Verschwendung oder
Muss nicht unbedingt sein. Man kann so viele Essen damit machen. Ich packe die auf jeden Fall jetzt wieder ein. Stelle mir die wieder ins Regal. Wenn ihr das mal seht, guckt mal nach Hot Sauce Challenge oder Book of Pleasure and Pain bei Amazon irgendwo. Probiert das auch mal durch, wenn ihr gerne Scharfes esst oder wenn ihr gerne auf Chili-Soßen steht oder wenn ihr einfach nur mal eine Challenge machen wollt. Würde mich mal interessieren, wie ihr die findet. Das war es von meiner Seite aus. Danke, Hannes. Bitte, gerne, immer wieder gerne. Fürs Mitmachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Eure Rotznase. Rotznasen. Eure Rotznasen. Peace out. Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. So. Jo, haut rein.